So, Freunde. Wir kommen zur wöchentlichen Teambewertung. Ich stehe 11-8. Ich habe die Weekend League abgeschlossen. Ich zeige euch kurz meine Rewards. Viele interessiert das. Ich zeige es euch kurz. Die waren richtig gut. Ja, hat sich gelohnt. War geil. Ja, ursprünglich sah das Team anders aus. Und ich möchte kurz die Spieler, die es hier aus dem Team gekickt. Ich stand am Freitag 5-3 und habe dann Samstagmorgen Weekend League gespielt und habe 5 Spiele in Folge verloren. Ich habe einen kompletten psychischen Zusammenbruch gekriegt. Ich stand 5-8 in der Weekend League. 5-8. Dann habe ich umgebaut und bin bei 11-8 rausgekommen. Ey, ich nehme es mit. Ganz ehrlich, bei 5-8, ich habe damit gerechnet, dass ich irgendwie die Weekend League negativ beende. Witzel ist die schlechteste Karte, die ich in ganz FIFA 22 gespielt habe. Das ist die dickste 6-, die ihr euch vorstellen könnt. Der Typ ist Arbeitsverweigerung auf, also wirklich anderem Niveau. Und Klaus direkt daneben kriegt auch eine glatte 6. Heilige Scheiße, bist du schlecht. Witzel 6-, Klaus 6. DSI und Hernandez fand ich beide gut. Also Hernandez wird von mir eine glatte 1 bekommen, fand ich killer. DSI kriegt von mir eine 2+, die musste ich halt chemiemäßig rausnehmen. Ja, da musste ich halt ein bisschen was umändern. Kommen wir zu dem wunderschönen Team, was es dann am Ende geworden ist. Ich habe halt ein bisschen ausgetauscht. Habe es dann in-game so gespielt. So hier. Na, meine klassische 4-2-2-2. Ich zeige jetzt mal die Anweisung alle nicht. Oder halt die Taktik hier. Könnt ihr euch upscreen. Aber so wie ich halt 4-2-2-2 immer spiele. Dadurch, dass ich halt immer noch auf dem Transfermarkt gebannt bin, musste ich da auf meinen Baby Pelé zurückgreifen. Ja, beide Stürmer zentral orientieren, Abwehr überlaufen. Beide Zehner defensiv stärken. Beide Sechser hinten bleiben, Mitte abdecken. Beide Außenverteidiger hinten bleiben. Fangen wir im Tor an. Und Lafont ist der Grund dafür, warum ich Saliba spiele. Weil Lafont ist krass. Digga, der hat doch einfach in einem Spiel einen Doppelpack gemacht am Freitag. Der hat einen Doppelpack geschnürt vom Elfmeterpunkt. Weil er eine Legende ist. Ich sag euch, ich gebe Lafont eine 1-. Der war richtig gut. Der war richtig stark. Also Lafont, guter Mann. Cuadrado, Rechtsverteidiger, 1+ mit Sternchen. Ich glaube, der beste Rechtsverteidiger, den ich dieses FIFA gespielt habe. Der Typ ist alles, was du rechts brauchst. Er hat Tempo, er kann verteidigen, er hat Ausdauer und er hat dazu noch geisteskrankes Dribbling und gute Pässe. Cuadrado, Tots, Chat für mich, bester Rechtsverteidiger im Spiel. Chiellini ist geil, würde ich eine 2 geben. Problem bei dem, irgendwas ist mit seinem Player-Model, warum sich die Karte irgendwie ein bisschen langsam anfühlt. Deshalb gebe ich ihm nur eine glatte 2. Also ich finde 91 Tempo ist gelogen. Der fühlt sich vielleicht an wie so 81 Tempo. Ich glaube, das ist sein Player-Model. Ich fand den nice, aber jetzt halt nicht, wo ich sage, boah. Heftige Scheiße. Saliba gebe ich eine glatte 3. Der war eine Chemiehure, der hat es ordentlich gemacht. Passt. War halt eine Chemiehure und ist okay für mich. Mit ihm werde ich nicht warm, ne? Jetzt 2 Weekend Leagues mit dem gespielt. Ich weiß nicht, was ich dem letzte Woche gegeben habe. Weiß einer die Note auswendig von dem von letzter Woche? Der hat halt Fake Stats aus der Hölle. Tut weh. Ich habe ihm letzte Woche eine 3- gegeben, dann gebe ich ihm wieder eine 3-. Kriegt er wieder eine 3-. Der ist. Ja. Man erwartet mehr, wenn man sich die Stats anguckt, wenn ich ganz ehrlich bin. Doppel-6. Es tut mir leid, Wayne Rooney. Du, wie komme ich denn bei Thierry Henry auf Rooney? Wer hat mich denn verarscht? Lol. Es tut mir leid, Thierry Henry. Bruder, 40 Scorer in 20 Spielen ist krass. Aber der Rucksack der Woche geht an Guerrero. Weil der Bruder ist der beste Achter, den ich in ganz FIFA 22 gespielt habe. Ich habe noch nie so einen guten Achter gespielt in ganz FIFA 22. Und ich habe Modric-Tots, Pedri-Tots, Pedri-Foot-Birthday. Ich habe Rullet gespielt, ich habe Zidane gespielt. Ich habe, Digga, ich weiß, ich habe alle Achter gespielt. Jorginho Toti, den ich lange Zeit so gefeiert habe. Aber der Guerrero, muss ich ehrlich sagen, ist für mich der beste Achter im ganzen Spiel. Ich finde den überragend. Der hat ein richtig geiles Player-Model, dadurch, dass der so klein und quirlig ist. Du kannst ihn so schwer vom Ball trennen. Gegen den Ball ist der aber auch ein absoluter Wadenbeißer. Ja, das ist für mich 1+ mit Sternchen. Also der ist für mich der Rucksack der Woche. Pedri Futurestar meine ich, nicht Foot Birthday. Ich verwechsel die Events irgendwie immer. Wahrscheinlich, weil du Futurestar, Foot Birthday, ja, ist nah beieinander. Der hier, ich bleib dabei, ist auch ein sehr geiler Achter, weil ich schwöre, Dele, also das ist vielleicht, das ist, also ich sag's jetzt einfach, Dele Alli hat sich dieses Jahr
Diese Delle Ellie-Karte zockt sich geiler als Ruth Hüllet. Sag ich euch so, wie es ist. Ich finde, Delle Ellie ist mehr Hüllet als Hüllet selber. Weil der hat irgendwie auch so ein heftiges, breites Player-Model und spielt sich halt aber nicht so unbeweglich. Also Delle Ellie kriegt von mir... Es ist absolut wild, dass hier Leute eine 3- reinschreiben. Delle Ellie kriegt von mir eine glatte 1. Ich finde die Karte überragend. Ich weiß nicht, warum hier Leute eine 3 reinschreiben. Ich glaube, ihr guckt meine Weekend League nicht. Ich finde den Bruder absolut krass. Glatte 1 für mich für Delle Ellie. Ich habe den damals schon geliebt, als wir den immer eingewechselt haben. Wow, 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 wow. Glatte 1. Auch ein richtig, richtig starker Spieler. Hab Hüllet und Ellie. Ellie ist so krass. Ja, ja. Der ist richtig heftig. So, 10er Position. Baby Icon Pelé. Es ist Ende Juni und man kann ihn immer noch spielen. Man kann den Bruder immer noch spielen. Ist eine sehr, sehr starke Karte. Klar, der hat mittlerweile so ein, zwei Sachen, wo ihm einfach die Tots-Karten voraus sind. Ne? Die Tots-Karten sind schneller, die haben besseren Schuss, die haben bessere Passwerte vielleicht und vielleicht auch mehr Ausdauer mittlerweile. So das Standard-Tots-Ding ist ja, dass du mittlerweile 95 Tempo und 99 Ausdauer hast und Doppel 5 so. Aber er hat halt das Baby-Icon-Pelé-Player-Model und wer schon mal Baby-Icon-Pelé gespielt hat, geisteskrank. Also ich muss ja sagen, ich finde Pelé, Baby und Mid-Icon immer beide besser als den Prime. Ich finde, der Prime hat immer ein ganz eigenartiges Player-Model. Der Baby hat so ein ganz kleines, quirliges Player-Model, das sagt mir persönlich sehr zu. Deshalb würde ich dem auch Ende Juni immer noch eine glatte 2 geben. Ich finde den super. Ich finde ihn richtig gut. Glatte 2 für mich. El Shaarawy, rechtes ZOM. 10 Scorer in 20 ist okay für außen. Hat mich aber alles in allem, muss ich sagen, leider enttäuscht. Hier muss ich leider auch sagen, es tut verdammt weh, aber Fake Stats. Es ist bei manchen Karten, die einfach so künstlich hochgeboostet werden, dass du einfach merkst, dass die normalerweise eigentlich beschissener sind. Das tut weh, es ist ganz komisch so, weil ein Guerrero, der hat ja auch komplett hochgeboostete Stats so und der spielt sich überragend, aber der El Shaarawy war es bei mir nicht so. Also El Shaarawy kann ich leider nur eine glatte 3 geben. Tut ein bisschen weh. Sturm. Richarlison. Ich fange mit den positiven Sachen an. Tempo, Dribbling, 5 Sterne Weakfoot, quirlig, gute Physis, Ausdauer auch stabil. Aber, Digga, sein Abschluss ist Bombenscheiße. Ich hätte mit dem Bruder locker 25 Tore plus machen können. Und der ist am Ende nur bei 14 rausgekommen, weil der hat eine Streurate in seinen Schüssen. Das ist der Wahnsinn, Digga. Ich habe mit dem mindestens 600-700%ige vergeben. Weil sein Schuss einfach so inkonstant ist, das ist ganz komisch. Deshalb kann ich ihm leider nur eine 2- geben. Ah, 2- vielleicht ein bisschen zu hart. Machen wir eine glatte 2. Weil der hat sich schon geil gespielt, aber ich fand den halt vorm Tor leider ein bisschen inkonstant. Thierry Henry fand ich persönlich, ich weiß, dass den ganz viele scheiße finden und sein Player-Model nicht mögen, aber in der Doppelspitze, wenn du einen kleinen, quirligen Spieler hast neben Henry, fände den top, kriegt von mir eine 1-. Super. Tempo extremst geil. Ich mag das Player-Model. Ich finde das Dribbling geil. Die Schüsse, die Curve-Schüsse. Überragend, wie der sich, wenn du Ellenbogen an Ellenbogen, Schulter an Schulter bist. Ellenbogen an Ellenbogen. Digga, was laber ich? Wenn du Schulter an Schulter bist und da setzt er sich halt immer durch. Und 40 Scorer in 23. Kann man machen. Von den 23 muss man dazu sagen, ich habe ein Game habe ich ja verschenkt. Und ich glaube, die anderen drei Games sind, wo Gegner irgendwie bei 0-0 oder so gequittert. Digga, ich... 10 Sekunden Fresse halten und sortieren. 10 Sekunden Fresse halten und sortieren. Ich bin wieder da. Also, der Bruder hat in 19 Spielen 40 Scorer gemacht. Warum in 19 und nicht in 23, wie es da steht? Weil ich ein Spiel aufgegeben habe. Na, ich stehe eigentlich 11-9, ich habe mein letztes Spiel verschenkt. Und die drei anderen Spiele, da sind Leute bei 0-0 gelieft. So, das wollte ich sagen. Alles in allem sind 40 Scorer in 19 natürlich übertrieben stark. Ich gebe aber eine 1-, weil die Karte hat trotzdem Schwächen. Die Karte hat trotzdem Schwächen. Das ist keine übertriebene Metakarte. Alles in allem, ich gebe alles in allem, glaube ich, dem Team eine glatte 3. Weil ich muss halt einberechnen, dass halt davor das hier da war. Das hier war halt dabei. Ne? Ich gebe eine glatte 3. Also ich fand
El-Sharawi ein bisschen enttäuschend. Chiellini nicht enttäuschend, aber habe ich ein bisschen mehr erhofft. Saliba war Chemiehure, Schmelzer gefällt mir nicht. Und ich habe halt den größten Teil mit dem hier gespielt. Und also Klaus und Witzel, die haben ein Wettrennen darum gemacht, wer den Mülleimer des Jahres bekommt. Digga, Mülleimer-Emote-Spam in den Chat. Also Klaus und Witzel, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, wie man so scheiße sein kann. Das habe ich wirklich noch nie gesehen. Alter Falter.